Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu war ich wieder unterwegs und habe nach seltenen Sachen Ausschau gehalten, die ich mir eventuell kaufen kann. Und da sind mir diesmal gleich zwei Items aufgeschlagen, die mein Interesse geweckt haben. Diesmal leider kein Mount. Das letzte Mal hatte ich euch ja einen Mount gezeigt gehabt. Diesmal ist es sowohl ein Pet als auch ein Toy. Ich glaube, Toy hatten wir noch gar keins. Und ich will euch mal zeigen, was ich mir geholt habe. Und zwar geben wir jetzt hier oben mal Diablo ein. Und da seht ihr, kommen schon drei Items. Es ist nämlich so, es gibt für Diablo 3 die Collector's Edition ein Pet. Und es gibt ein Pet für die Diablo 3 Erweiterung. Also Reaper of Souls, wenn ich das noch richtig weiß. Das habe ich damals relativ aktiv gespielt. Deswegen hatte ich die Reaper of Souls Erweiterung mir damals in der Collector's Edition gekauft. Bloß die ursprüngliche, also sprich die normale Diablo 3 Collector's Edition, die habe ich mir damals nicht gekauft, weil ich das Grundspiel nicht von Anfang an gespielt habe. Bin dann erst richtig eingestiegen, als quasi dann Reaper of Souls rauskam. Und ja, jetzt habe ich das nachgeholt, habe mir die D3 Collector's Edition gekauft, die hat mich 200 Euro gekostet, ja, ein Haufen Tacken, aber tatsächlich für so eine Collector's Edition noch im Rahmen. Also wenn ich da mich so umgeguckt habe, die letzten Wochen und Monate, die meisten Collector's Edition, wir reden hier immer von zugeschweißt, ne, sind eigentlich, ja, meistens 300 Euro aufwärts. Ich habe jetzt eine geschossen für 200. Ich habe ja auch schon andere Collectors Edition wie die von Burning Crusade, also WoW Burning Crusade für 200 geholt und die Cutter hatte ich für 120 bekommen. Und wenn ich so auf eBay die Schnitte schaue, da gehen teilweise die Collectors Edition bei 400, 500, 600 Euro los. Also ja, da muss man ein bisschen gucken. Und ich kann euch, falls ihr da auch schauen wollt, schaut immer bei eBay Kleinanzeigen rein. Dann gibt es Privatleute, die sowas verkaufen. Und meistens sind da die Preise durchaus niedriger, weil auf eBay meistens Firmen sind, die dann halt auch schon die irgendwo aufgekauft haben, natürlich dann eine gewisse Gewinnmarge machen wollen und dann sind die Sachen immer relativ teuer. Deswegen schaue ich da lieber, ehrlich gesagt, auf eBay Kleinanzeigen. Da muss man zwar teilweise lang warten, bis dann mal so ein Produkt reinkommt, aber man kann dann eventuell was billig schießen. Heute hatte ich einen, der wollte eine Red of the Lich King verkaufen, sehr, sehr günstig. Bloß war er die schon aufgemacht und der Code war dann blöderweise schon verbraucht und naja, ein bisschen blöd gelaufen an der Stelle. So, jetzt schauen wir mal uns das Pet an und zwar, das was ich mir jetzt geholt habe, ist der Fetisch-Schamane, das ist der hier. Ich weiß nicht, ob ich da, ja, man sieht es vielleicht ein bisschen, beziehungsweise man kann hier oben ist es fast eh besser. Das ist dieser nette kleine Mob, ist ein Undead. Und den anderen kann ich euch auch zeigen, oh, da sind wir jetzt ein bisschen nah drin. Den anderen kann ich auch zeigen, das ist quasi von der Erweiterung Reaper of Souls, der Schatz-Goblin. Und ja, das sind die beiden Collector-Pads, die man für Diablo 3 erhält. Und das eine, wie gesagt, habe ich mir gekauft. Jetzt schauen wir noch rein, was für Pets mir noch fehlen, beziehungsweise dann schauen wir natürlich auch noch das Toy an, was ich mir geholt habe. Und zwar, mir fehlen, fangen wir mal von unten an, hier der Zergling, dann das Panda Baby und der Mini Diablo. Diese drei Pets kriegt man jeweils für die Collector's Edition von Classic. Ja. Die kann man zwar auch noch im Internet finden, ist aber sehr, sehr teuer. Also das ist mit Abstand die teuerste Collector's Edition, die man sich kaufen kann. Müsst ihr rechnen, das Ding ist 15 Jahre alt, dass da jetzt nur einer eine Originalverschweiße rumflacken hat und die Codes noch nicht, dementsprechend nicht, ja, benutzt hat, ist, naja, ist, wird immer unwahrscheinlicher, umso länger es her ist. Aber es gibt auf jeden Fall noch welche, die man kaufen kann, beziehungsweise es gibt auch Leute, die anscheinend nur die Codes verkaufen. Aber da muss ich mal gucken, wann ich mir das hole. Genau, also das wären drei Pets, die mir jetzt noch fehlen. Dann haben wir hier oben das Pet von der Collector's Edition von Wrath of the Lich King. Sprich, mir fehlen jetzt noch zwei Collector's Editions. Classic und Wrath of the Lich King. Burning Crusade habe ich, Cutter habe ich, MOP und so weiter. Ne? Also die habe ich zum Glück mittlerweile alle. Dann das sind Pets, die man nur aus Hordler kriegt, die habe ich deswegen ausgeblendet. Und dann sind es quasi noch zwei andere, und zwar einmal Murky. Den hat man damals, wenn man auf die BlizzCon 2005 gegangen ist, bekommen. Und dann fehlt mir noch Gurkli, den hat man bei der BlizzCon 2009 bekommen. Ja? Also sprich zwei Collector's Edition und zwei BlizzCon-Pads. Und das hier ist so ein Rätsel-Ingame-Pad, das habe ich noch nicht geholt. Ich weiß gar nicht, ob das Rätsel mittlerweile aufgelöst worden ist. Da muss ich mich demnächst mal informieren, dann kann ich mir das vielleicht noch holen. Also das ist tatsächlich ein Ingame-Rätsel-Pad. Aber ja, sehen jetzt nach mehr Pads aus, aber da man in
bei der Classic 3 Stück kriegt, sind es tatsächlich 2 Collector und 2 BlizzCon-Dinge. Wir können jetzt auch nochmal bei der BlizzCon reingucken. BlizzCon. Und dann seht ihr, das sind die ganzen BlizzCon-Pets. Also hier 2014, 2019, 2016, 2011, 2013, 2015, 2019, 2010 und so weiter. Also das sind diese ganzen Sachen, die man quasi von der BlizzCon bekommen hat, beziehungsweise habe ich es jetzt hier rausgezogen. Den hatte ich mir ja ja, ich weiß nicht, das ist jetzt schon ein paar Episoden her, habe ich mir den Blizzard-Bären gekauft. Den hat man auch hier über die BlizzCon bekommen, aber ich glaube, da musstest du tatsächlich dort sein und quasi hast du eine Lootkarte bekommen. Viele der neueren kann man ja auch kriegen, wenn man den Stream guckt, wie zum Beispiel auch das von diesem Jahr. Genau, das soweit zu den Pets. Also da bin ich jetzt auf einem ganz guten Stand. Mal gucken, wann ich da das nächste Mal was günstig finde. So, dann ist mir noch was ins Auge gesprungen. Und zwar habe ich mir auch ein TCG-Pet gekauft. Das sind quasi ganz normal, auch wie die Mounts und die Pets, TCG-Items, die man über diese Karte kriegt, und dann kriegt man quasi den Code. Also ich habe jetzt mittlerweile hier schon ein paar Lootkarten rum. Ich weiß schon mittlerweile wieder, wie das Ding funktioniert mit Lootkarte freikratzen, auf der Internetseite eingeben, dann muss man nach Booty Bay den richtige quasi Season raussuchen, wo das released wurde oder in welchem Pack das quasi released wurde. Dann kann man wiederum den neuen Code eingeben, den man auf der Seite generiert hat, und dann kriegt man sein Item. Ist ein bisschen kompliziert, ist auch ein uraltes System. Die Seite vom Layout ist auch so, dass man das in der Mitte so ein bisschen was ist, ein rechts Riesenränder, also für diese noch ja quasi eckigen Monitore zugeschnitten eigentlich vom Seitenformat. Genau. Und da habe ich mir jetzt ein Toy geholt, die Disco-Kugel. Und die habe ich mir nur geholt, ich glaube, die kam irgendwo aus England. Umgerechnet waren es, glaube ich, so 100 € wo ich es mir gekauft habe. Also mit Shipping-Kosten, also Shipping und anderen Geschichten. Und dafür tatsächlich einigermaßen im Rahmen. Ich habe ja so verschiedene Vergleichsseiten. Ich habe auch ein komplettes Sheet, wo ich mir quasi alle Preise eingetragen habe und dann immer schaue, wie sich eine Preisentwicklung ist und wie wo was günstig ist. Und das war in Anführungszeichen eine Sache, wo ich sage, okay, das wird sich lohnen zu kaufen. Und dann habe ich mir das, ich glaube, das waren, ich glaube, für 85 Pounds oder habe ich so es gekauft, irgendwie sowas. Also mit dann Fracht und allem waren um die 100 € und sonst kostet es halt eigentlich um die 150 so im Schnitt. Also habe ich doch ein gutes Stück günstiger da gekriegt. Dann dachte ich mir, gut, Toys sind jetzt erstmal nicht die Sache, die ich anpeile, ja, aber wenn was günstig drin ist, dann gucke ich, dass ich es mitnehme, und irgendwann will ich halt eh alles komplett haben. Also sprich, also mir fehlen ja noch 3 Mounts, das hatte ich ja im letzten Video gezeigt. Jetzt hier noch die paar Pets und dann sind es halt noch ein paar Spielzeuge. Also wenn wir jetzt mal hier reingucken, das sind alles von Promotion, diese Spielzeuge, wie ihr seht. Und das sind alles von den Sammelkarten, also auch so wie das hier, bis auf, ich glaube, das hier, das ist irgend so eine Special, das ist nicht von der Sammelkarte, das ist von so einer Special-Event, da muss ich mich noch genauer informieren, irgendwie von so einem Seiten, so ein Code auf irgendwelchen so Gaming-Seiten hat man das gekriegt, aber da muss ich mal nochmal genau gucken. Genau, und eine von diesen 10 Sachen, die ich jetzt hier noch offen habe, ist quasi Disco-Kugel, und die setzen wir jetzt mal ein. Jetzt habe ich 593 von 602. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viel maximal Toys ihr hier habt. Das variiert nämlich. Es gibt nämlich einen Haufen Hidden Toys, ja, die ich unter anderem aber auch schon Videocast gezeigt habe. Wir wollen jetzt uns aber die Disco-Kugel angucken. Wie schreibt man? Ach so, das macht man so mit Punkten. Okay, wir setzen. Ah, okay, wenn wir sie einsetzen, dann gibt es Party. Ich vermute, dass das bei anderen Leuten in der Nähe so ein Party-Ding auslöst. Ah, nee, okay, dann muss man draufklicken. Ah. Ah, okay, dann tanzt man. Ich weiß jetzt nicht, ob auch ein Sound kommt. Ich habe den Sound immer so leise. Hört ihr das? Es kommt ein Disco-Sound, ohne Scheiß. Also man kann dann quasi die Dinge aufstellen, hat hier. Okay, das. Ist auf jeden Fall lustig. So eine Raid-Pause, mal die Disco-Kugel aufstellen. Anscheinend kann jeder draufklicken und tanzt einfach dann. Ja, ein nettes Toy. Mir geht es aber tatsächlich eher um quasi das Sammeln, dass ich irgendwann mal alle habe. Ja, aber lustiges Teil auf jeden Fall. Gut, jetzt machen wir den Sound wieder ein Ticken leiser, sonst fallen mir die Ohren hier gleich ab. Das ist dann doch ein bisschen too much für mich, vor allem dieses Grillen-Zirpen hier in Boralos. Gut, das war's eigentlich mit dem Video soweit. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.